Lassen Sie mich kurz einen Überblick über die bisherigen Ermittlungen machen. Nachdem wir im Juli letzten Jahres beauftragt wurden, in diesem Fall zu ermitteln, haben wir eine Sonderkommission eingerichtet. Zunächst ging es darum, ein möglichst umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Da sich der Beschuldigte kooperativ zeigte, konnte sehr schnell mit den detaillierten Befragungen begonnen werden. Seit Anfang August 2010 wurde der Mann nicht weniger als 50 Mal zur Sache befragt. Durch die Befragungen wurde mehr über den Hintergrund des Beschuldigten bekannt. Der Mann bezeichnet sich selbst als pädophil. Er erklärte, dass er sich seiner jahrzehntelangen Verfehlungen bewusst sei. Wörtlich sagte er: "Ich bin froh, dass es endlich bekannt geworden ist, weil das etwas ist, was mich schon das ganze Leben belastet." Er habe immer gewusst, dass es nicht richtig sei, was er mache. Die Opfer täten ihm auch leid. Er habe aber der Versuchung oft nicht widerstehen können. Bis heute hat der Mann den Missbrauch von 114 Opfern gestanden. In 8 weiteren Fällen ist es gemäß seinen Angaben beim Versuch geblieben. Wir müssen also heute von mehr als 120 Opfern ausgehen. Nicht auszuschließen ist, dass im Laufe der Ermittlungen weitere Fälle zum Vorschein kommen. Wir gehen aber doch davon aus, dass der größte Teil der Opfer heute bekannt ist. Bei den Opfern handelt es sich mehrheitlich um geistig und oder körperlich teils schwerst behinderte Menschen. Es sind dies junge Männer, aber auch Frauen und Kinder. Viele der Opfer können sich nicht verbal ausdrücken. Die Opfer waren meist stationär zur Betreuung in den Heimen, manche von ihnen aber auch nur für Ferienaufenthalte. Einige der Opfer sind Kinder von Heimangestellten. Das jüngste Opfer ist ein zur Tatzeit einjähriges Kind. 9 Opfer sind aus Gründen, die nicht im Zusammenhang mit den Missbrauchsvorwürfen stehen, mittlerweile verstorben.